Koffein. Oder fällt mir ein, ich habe meine neue Lieblings-Sommer-IP-Sorte entdeckt. Lächelnder Smiley Mango Grapefruit mit einem recht Tauchminze. Mega Kombi. Hört sich sehr, sehr gut an. Apropos, ich habe auch noch Tee im Kühlschrank. Er ist noch nicht tot. Also, ich bin mir ja nicht so sicher, ne? Ob die vielleicht einfach falsch mutiert sind. Grapefruit gehört zu den wenigen und seltenen Lebensmitteln, die ich nicht darf. Oh. Aber auch nicht vermisse. Hm. Die Nassi-Grotte. Ein gutes Plätzchen zum Entspannen. Das sollte dir länger dienen als andere Waffen. Aha, aha, aha. Je tiefer die Nacht, desto dunkler. Ich habe immer Angst, dass ich das Ding hier verliere. Ich habe für alles Alternativen. So, ich mache das jetzt mal ganz einfach. Da vorne kann ich wieder gehen. Endlich hast du das Dorf Bumlidorf gefunden. Mal sehen. Aber erst will ich da hochklettern. Ich wollte nur eben mein Pferd parken. Aber was auch immer das ist. Ein Zieh dich hoch. Hier kannst du üben, dich hochzuziehen. Er saust wie ein Winddrachen. Also schnapp ihn dir lieber, bevor er fortfliegt. So ein windgepeitschter Ab. Den hast du eingefangen. Über die Spule wird sich Juju freuen. Auch wenn es eine ungewöhnliche ist. So, Kami-Koffein. Ach, Lara. Ich hatte letztens mal bei JMD hier im Chat Stern-Host-Stern-Barschur die Idee geäußert, dass ihr euch einfach überlegt, was ihr an dem angedachten Wochenende gemeinsam essen wollt, und ich koche einfach den ganzen Tag für euch. Lächelnder Smiley, mach mal schon mal eine Liste, was du essen willst. Smiley mit rausgestreckter Zunge. Echt jetzt? Er freut sich wahnsinnig über die Spule, da er jetzt den Stoff fertigstellen kann. Er glaubt, modische Kleidung kann viel bewirken. Das eigene Lebensgefühl ändern zum Beispiel und auch die Art und Weise, wie andere dich betrachten. Er hat in deiner Abwesenheit etwas für dich vorbereitet. Oh ja.
Soll es zu deiner Stimmung passen oder willst du dich anders fühlen? Das bringt wirklich deine beste Seite zum Vorschein. Das ist keine Mode mehr, sondern ein positives Wesen mit einer positiven Lebenseinstellung, die jeder sehen kann. So solltest du dich fühlen, wenn du es trägst. Mhm. Juju findet es fantastisch, dass du eine Arche gefunden hast und sie für den Abflug überholst. Nein, aber sie sieht bestimmt extrem schick aus. Selbst wenn die Welt bestehen bleibt, könntest du mit der Arche neue Orte erkunden. Ist froh, dass die Arche in so fähigen und geschickten Händen gelandet ist. Nicht, dass Juju dich um einen Platz bitten würde. Ach, Bashur. Wer soll das? Das ist eine Oder-Frage, da kann man nicht mit Ja antworten. Hier bietet sich die Gelegenheit, deinem Nächsten zu helfen. In der Arche ist ein Platz frei, falls du ihn aus Dankbarkeit anbieten willst. Wollen wir den komischen Typen mit seinem, der mich an die Kyriat Fashion Week erinnert, einen Platz auf unserer Arche anbieten? Ich lasse euch entscheiden. 1 für anbieten, 2 für nö. Doch, kann man. Ach. Mir fällt gerade ein, dass ich noch mein Vitamin D nehmen muss. Also, anbieten oder nicht anbieten? Anbieten? Okay. Warum? Du brauchst nur dich selbst. Und mich natürlich, aber ich bin ein Teil von dir, also zählt das nicht. Soll es schnell gehen, geh alleine. Willst du weiterkommen, geh gemeinsam. Der Einzige, von dem wir hier bloß schnell weg wollen, ist die Dunkelheit. Aber du weißt, dass du nicht ohne mich weitermachen kannst. Selbst wenn ich schlechte Gesellschaft bin. Ich vervollständige dich. Endlich sind wir uns mal bei einer Sache einig. Lieber alleine sein, als in schlechter Gesellschaft. Doch zuallererst sollte man sich selbst gute Gesellschaft sein. Findet, du hättest jemand Besseren wählen können. Doch Juju kann es kaum abwarten, mit dir in der Arche zu reisen, sobald du bereit bist. Er will dir helfen, so gut wie möglich auszusehen. Juju möchte gerne wissen, was dein Interesse weckt. Ja. Ich guck gerade, ob es irgendwas Orangenes gibt. Nö. Beschlossene Sache. Das nenne ich Beute. Warte mal, ich mach mal ein neues Outfit. Oh, ich kann kein neues Outfit machen. Scheiße. Ja, komm. Dann machen wir das Ganze einmal so. Rücken. Schick. Ich gehe jetzt gerade mal, weil ich nichts brauche, großartig. Einfach mal auf. Kleine Dinge für deine großen Ideen. Manchmal muss man eben von vorne anfangen. Auf den höchsten Rüstungswert. Beziehungsweise Ki-Energie und so. Ist aber jetzt die Key-Energie runtergegangen. Oh, nee, da.
Das Teil war etwas zweifelhaft. Ja, das ist aber besser. Oh, wait. Jetzt hast du die Hosen an. Aussieht. Oh yeah. Guckt euch das an. Bin ich nicht wunderschön? Ich bin wunderschön. Ich bin einfach wunderschön. Vom Gipfel bis ganz nach unten ist es ein langer Weg. Die Frage ist, wo habe ich denn jetzt hier das Pferdchen wieder abgestellt? Oh, scheiße. Ha. Huh. Okay. Da. Bietet dir außergewöhnliche erkennt. Das war doch ganz gut. Sagt, der Klonkobo meint... Ja, ja. Wollen wir erstmal kurz hier alles ausrauben, ne? Versteht nicht. Sagt, du... So viel ist hier gar nicht. Ich habe ihn schon wieder verloren. Was ist denn denn? Hallo? Oder weil ich jetzt den anderen gekauft habe? Oh, bitte. War der andere denn jetzt... Es lohnt sich immer, ein paar Holzreste parat zu haben. Was ist denn jetzt mein mechanisches Pferd? Oh, bitte. Warum ist das jetzt weg? Zu schade, dass du keine ordentlichen Flügel hast. Da der Mute damit beschäftigt ist, das Bonbon-Gummi zu kauen und der brandneue Festsitz an Ort und Stelle ist, kannst du aufbrechen. Noko hat diese kleinen, fantabulösen Viecher so abgerichtet, dass sie den Hufschnauber hoffentlich ablenken werden, wenn du gegen ihn kämpfst. Sie nennt sie Glitzermotten. Frag am besten Mito nach ihnen. Sie hat ihn gebeten, sie sicher zu verwahren. Du findest Mito in Scheinhell. Er ist ein wenig gedankenlos. Aber hoffentlich erinnert er sich noch daran, wo er die Motten verstaut hat. Ihr ist aufgefallen, dass seine Vorderzähne etwas locker sitzen. Mit dem Greifhaken könntest du sie ihm vielleicht ziehen. Das ist noch ein Banditenanführer. Dann wollen wir den noch mal eben machen. Ich habe meine mechanische Geschichte da verloren. Will sie jemals wiederfinden?
Ich weiß nicht. Ah, mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Hallo. Guter Treffer. Das gibt eine Narbe. Ja, komm. Lächerlich aus. Das arme Vieh. Das arme Vieh. Ich glaube, ich hätte da vorne durch den Tunnel laufen sollen, richtig? Wasserfall? Diese Geschichte braucht eine Heldenfigur. Ich bin mir gar nicht so sicher, wie das hier überhaupt mit dem Fixieren und so von den Gegnern geht. Scharfer Stahl. Weil irgendwie fixieren kann ich das nicht, ne? Das ist auch so ein bisschen doof. Dafür brauche ich eigentlich so ein U-Boot oder so, ne? Schoko hat sich zu viel von Toffee abgeguckt.